30 Folgen. 24 Angler. Vier Gruppen. Was für ein Fight. Drei Zielfische. Ein unglaublicher Zuschauerpreis und ein Pokal. Der YouTube Predator Cup 2021 wird präsentiert von Finnwal, LMAB und hechtundbarsch.de. Hallo liebe YPC-Zuschauer und herzlich willkommen zur 5. Episode, dem Auftakt der Gruppe B. Angeführt wird das Feld vom amtierenden Vizemeister Mark Patschowski von Ilex. Nach dem 2. Platz beim YouTube Predator Cup im letzten Jahr konnte er 2021 bereits die World Predator Classics gewinnen, wozu wir Mark an dieser Stelle nochmal ganz herzlich gratulieren möchten. Der Niederländer Simon Torenbeek zeigte sich bei seiner ersten YPC-Teilnahme im letzten Jahr bereits als sehr versierter Angler. Doch der Produktentwickler von Berkeley und Abu Garcia schied als Gruppendritter ganz knapp aus. Er ist natürlich heiß, dieses Mal mindestens eine Runde weiterzukommen. Ähnlich ging es Sylvain Legendre, dem Fox Rage-Aushängeschild aus Frankreich. Ihm fehlte ein maßiger Barsch zum Weiterkommen. Gucken wir mal, ob ihm diese Fischart wieder zum Verhängnis wird. Komplettiert wird die Gruppe durch drei Neulinge. Henry Fiss ist sicherlich den meisten Turnieranglern in Europa ein Begriff, denn der Niederländer vom Quantum Team konnte bereits große Turniere wie die Predator Tour und den World Crank Cup gewinnen. Etwas weniger bekannt mag Dirk Ostrowski von Hearty Rice sein, doch den Westfalen sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Wer seiner Instagram-Seite folgt, erkennt schnell, dass wir es hier mit einem reinen Uferangler zu tun haben. Dazu kennt Dirk die Turniergewässer sehr gut. Mal sehen, ob er das auch im Turnier zeigen kann. Diver-Team-Angler Adrian Pruss besticht vor allem durch seine unglaubliche Erfahrung. Der Weltenbummler hat schon Raubfische rund um den Globus beangelt, als Guide in Angelcamps gearbeitet und kennt sich beim Fischen auf Hecht, Barsch und Zander natürlich bestens aus. Wer sich für das Tackle der Angler interessiert, findet in unserem Online-Shop eine YPC-Kategorie, in der man einen Großteil des gefischten Equipments nach Anglern geordnet wiederfinden kann. Am Fuße der jeweiligen Seite findet ihr bei den meisten außerdem ein interessantes Interview, das uns die Angler vor YPC-Start gegeben haben. Das Los hat entschieden, dass Mark, Henry und Dirk in Zone 1, Sylvain, Simon und Adrian in Zone 3 starten. Und das müssten auch alle mitbekommen haben. Oder etwa nicht. Dazu später mehr. Wunderschönen guten Morgen. Wir sind auf dem Weg zum Spot. Wir fahren in die Zone 1. Wir fahren in ein Gezeitengebiet. Und ich stehe im Stau. Ich habe so ein kleines Déjà-vu an das Finale mit Enrico. Wir stehen hier im Berufsverkehr, aber jetzt läuft es gerade anscheinend wieder. Juhu. Ich bin reif. Backlash written on me, card rubbing on a glass bowl, I've been ballin', free my ladies in the counter now, I'm already out, already on the countdown, I'ma set it right, get the backlash written on me, cold running from the popo, and it's on me, don't know which way we're going now, I don't wanna know it, might as well be going down. Okay guys, welcome to the first day of YPC 21 Group B. So I'm super excited to fish that event. We try on a big river. My target is to get one or two zander before I go to Pike. And Perch will be another story tomorrow. Tag 1, perfekter Start. Ich stehe im Stau. Um 8 Uhr beginnt's. Laut Navi komme ich um kurz vor 8 an. Hoffen wir, dass ich gut durchkomme. Aber selbst dann müssen wir noch Sachen packen, Anmoderation machen und. 8 Uhr muss ich eigentlich beginnen, also schon mal guter Start. Oh, das wird schon.
So Leute, wir sind jetzt hier in meinem ersten Spot angekommen. Das ist ein Tidegewässer und momentan sollte die Tide eigentlich ganz gut passen. Die Barsche sind hier meistens aktiv, wenn das Wasser steht. Und ja, wie eben schon gesagt, ich versuche hier Barsche zu kriegen. Im Training hatte ich hier Barsche. Die sind leider noch nicht immer da. Wir haben jetzt auch nur ein ganz kleines Zeitfenster, wenn ich die Tide richtig berechnet habe. Denn hier muss man tatsächlich drei Gewässer beachten, was die Tide angeht, um zu sagen können, wann das Wasser steht. Das ist immer ein bisschen tricky. Aber ich mache jetzt noch schnell meine Köder drauf. Starten werde ich hier jetzt ganz klassisch mit einem Gummifisch. Und dann schauen wir mal, ob hier ein Barsch rauskommt. Drückt mir den Daumen. Good morning, guten Morgen, Alan. Welcome in the beautiful Netherlands. Today we're going to start fishing for Group B. Simon checking in for Team Abacus here, Berkeley. We are at a spot at the river. It's 8 o'clock in the morning, so we can start fishing in a couple of seconds. I'm going to start off with a little popper, see if there's any asp or perch or whatsoever willing to bite on my topwater. And after a few casts, I'm going to switch to my soft baits and see if we can catch a zender. Let's go. Willkommen da draußen. Heute beginnt auch für mich der Start in den diesjährigen YPC 2021. Ich freue mich total, dass ich hier Teil von diesem super Tournament sein darf. Danke an der Stelle auch an Hearty Rise Europe, die mir das Vertrauen geschenkt haben. Und ja, ich habe mir halt vorgenommen, vor allem heute auf den Hecht zu beangeln und zuzusehen, wenn sich dann irgendwann mal meine Nervosität ein bisschen gelegt hat, weil gerade ist es nämlich noch extrem, dass ich irgendwie so ein Schnabeltier an den Haken bekomme und heute auf die Matte legen kann. Ob es mir gelingt, wird man später sehen. Ich hoffe, ihr da draußen drückt mir ein bisschen die Daumen. Danke dafür. Okay, hi everyone. I'm arrived at this first spot. I'm preparing for the first cast. I'm really excited. It's day one. I hope to show you a lot of action, very nice fish. So wish me luck, and for all the German viewers, drück mir die Daumen. YPC 2021, mein erster Wurf. Let's do it. Auf geht's. Bis auf Adrian, der seinen Angelplatz noch nicht erreicht hat, sind alle Angler im Rennen um den ersten Fisch. Bei Simon gibt es bereits den ersten Köderwechsel. Switch. Made the first few cast with topwater. No reaction, so I switch to the soft bait now. See if there's any fish below the surface that wants to bite. This is probably what I'll be doing a lot, fishing first a couple of casts with topwater and then casting soft baits on the same spots. Yeah, you never know if there's any fish that wants to blow up on the surface, would be nice. Ja, ich fische jetzt hier aktuell, wie gesagt, auf Hecht. Fisch dafür von Hearty Rise die Evolution 3, die 712XS. Ja, ist eine mittelschwere Hechtrute. Nicht so ein richtig hartes Brett, also die geht, hat ein Wurfgewicht bis 80 Gramm und ich fische jetzt hier gerade aktuell ein Shatterbait mit so 17 Gramm plus Trailer. Also roundabout sind es glaube ich jetzt hier 20 Gramm. Ich mag es halt insgesamt nicht, sei es beim Hechtangeln oder auch beim Zanderangeln. Ich mag diese Bretter nicht, diese ganz harten, steifen Ruten. Ist natürlich immer Geschmackssache, aber wie gesagt, also ich komme mit der Rute ganz gut klar, ist meine Hechtrute. Jetzt hoffe ich mal, dass da gleich irgendwann mal Aktion in die Rute kommt. Nicht nur vom Köder, sondern auch vom Hecht. Fisch! Come on! Oh, what a take. What a bite. What a bite. Just in front of the stones here. Yes! First fish in the net. A good sander. Yes.
What a relief. First spot, first couple of minutes. And a good zander in the net. Let's see how long she is. All right. The mat is wet, as they say. Let's see how long this beauty is. It's a good start at least, huh? Mouth closed. Der Köderwechsel trägt Früchte. Simon fängt den ersten Fisch der Gruppe B, holt sich 76,7 Punkte und übernimmt logischerweise die Tabellenführung. Mark kennt seinen alten Kumpel Simon und scheint so etwas geahnt zu haben. Mein Handy hat gerade schon vibriert und meine Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Der Simon hat zugeschlagen, hat einen 59er Zander gefangen, starker Fisch. Ja, bei mir am ersten Spot läuft es noch nicht aus der Hänge. Aber das kommt vielleicht noch. Zu Simon kann ich nur sagen, congrats buddy, good job. Jetzt bin ich gestartet ins YPC. Guck, Köder schon raus. Manchmal muss man auch Glück haben, ne? Ist wieder einer von diesen schönen Barschen mit diesen schwarzen Punkten. Ich weiß bis heute nicht, was es ist. Ich habe es schon etliche Male gelesen. Der dürfte, Andi, genau in die 37 sein. Ja, ist 37. Ja. Der erste Fisch für mich im YPC, Barsch, nicht der Zielfisch, war eigentlich der Hecht gedacht. Aber was soll's, über so einen tollen Fisch, da freut man sich ja. Und meine Aufregung geht etwas verloren. Ob Zielfisch oder nicht, dieser Fisch bringt ordentlich Punkte. Der tolle Barsch von 37 cm befördert Dirk auf den zweiten Platz hinter Simon. Mit 74 Punkten ist er ihm dicht auf den Fersen. An die Experten unter euch. Schreibt Dirk gerne nochmal in die Kommentare, was es mit den schwarzen Punkten auf sich hat. Vielleicht kann er es sich ja diesmal merken. Mit Adrian, der noch im Stau stand, hat nun auch der letzte Angler seinen Spot erreicht. So, 8.40 Uhr, erster Wurf, YPC 2021. At the moment there's a tidal current in that direction. And I tried to start in front of the stones here, where it became very deep directly and there's a lot of current. So I use a little bit heavier weights now. But as far as now, no reaction yet. So I will make another few casts and then I will grab my other rod and try something more in the outside the heavy current for perch and see what will happen. So I was quite confident about this spot, especially first hour in the morning, but till now it's very quiet. But that's also fishing, it can happen any moment. Probably a perch. No, it's a zander. Yes! First fish! Woo! It's not a big one, but at least something to start with. There we are, on the 8 centimeter cube pattern with a 10 gram tungsten jig head. It's 50-51. First fish! Very happy with. Let's move on to another one.
Das ist tatsächlich Angeln. Und der Moment, von dem Henry gerade sprach, ist nun plötzlich da. Die ersten drei Wertungsfische bei drei verschiedenen Anglern. Henry reiht sich hinter Simon und Dirk auf Platz 3 ein. Ja, Leute, die Polizei, deinen Freunden helfen. Hat mir jetzt mal ein paar Minuten wertvolle Angelzeit gestohlen. Da war wohl irgendwie ein bisschen misstrauisch wegen französischen Kennzeichen und hat einfach mal kontrolliert, was hier los ist. War aber super freundlich, eigentlich wie immer in Holland, kann man nicht meckern. Und jetzt fangen wir ein paar Fische. So, der erste Abriss nach kurzer Zeit. Aber damit habe ich gerechnet. Ein paar Stallvorfische habe ich vorbereitet. Neuer Gummifisch. Das sind ganz neue finale Prototypen-Samples. Der neue Magic Z-Chat von Elex. Ich habe nicht viele dabei. Den ersten habe ich gerade abgerissen. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Du möchtest mit einem YPC-Angler an deiner Seite in einem Fan-Turnier fischen und mit etwas Glück ein unglaubliches Angelboot gewinnen? Hier erstmal der wahnsinnige Preis. Das Finnwal 510 Rangy SC lässt für Wettkampfangler und ambitionierte Hobbyangler keine Wünsche offen. Das über 5 Meter lange Aluminiumboot mit Konsolensteuerung, verlängertem Castingdeck, Cabrio-Verdeck sowie abschließbaren Ruten und Staufächern überzeugt selbst bei Windstärke 5 noch mit herausragenden Fahreigenschaften. Der Mercury F60 Verbrennungsmotor bringt das Rangy selbst bei einer 4-Personen-Besetzung noch auf 60 km/h Spitzengeschwindigkeit und auch die Elektronik kann sich wirklich sehen lassen. Ein Minn Kota Riptide Terrover 55 BT iPilot als Bugmotor manövrieren den Angler punktgenau zum Fisch. Zum Finden dieser Fische dient ein Hummingbird Helix 10 Chirp Mega SI Plus. Komplettiert wird das Gesamtpaket mit einem pulverbeschichteten Pega Finwal V-Liner mit 6 Metern Rahmenlänge und kommt damit auf einen sagenhaften Gesamtwert von 42.700 Euro. Zu Jahresbeginn werden 4 Fans mit der Unterstützung von jeweils einem YPC-Angler um diesen unglaublichen Zuschauerpreis im YPC-Fan-Turnier fischen. Wie du an einen der 4 Plätze kommst, erfährst du in der Videobeschreibung. Wer Interesse an einer Probefahrt mit diesem Modell oder einem anderen Finwal-Boot hat, kann sich übrigens gerne bei unserem Hauptsponsor Alpha Mobile Marine melden. So I'm just doing some casting, linear fishing we call it. So I use a slick shad, 11 cm, which is a, let's say, medium size bait on a 7-gram jig head. So I'm just casting at noon, we can say, and I'm just letting it drifting with the current, just reeling slow, keeping it close to the bottom. So that's normally a good tactic for Zander in rivers. Während Sylvain seinen ersten Zielfisch Zander noch fest im Visier hat, hat sich Dirk aufgrund der Begebenheiten bereits umorientiert. Nein! Entschuldigung. Weiter geht's. Nicht ärgern, weitermachen. Aber so ist halt Angeln. Eigentlich was komplett anderes vorgehabt. Ja, und jetzt stehe ich hier und angel Barsch. Weil der Barsch ist sowieso einer der Fische, die mich so ein bisschen wurmen. So, war jetzt der zweite Biss. Ich meine, der hing nicht. Der erste, der hing ja sogar kurzzeitig. Aber war aber auch jetzt kein kräftiger Biss, mehr so ein leichter Anstupser. Langsam Zeit, dass ich den nächsten kriege. So, nachdem ich jetzt zweimal einen Fehlbiss hatte auf dem Jigspinner, die natürlich aggressiv geführt werden und die Barsche
oftmals daneben greifen, versuche ich es jetzt mal mit einem kleinen Gummi, in der Hoffnung, dass die Fische dann vielleicht sitzen. Jo, Fisch. Nee, ach nee, ne? Ja, ist ein schöner Fisch, aber leider war der nicht Topwater gefangen. Ja, starker Fisch, schöner Fisch, aber der falsche Fisch. Der geht auch schnell wieder zurück. Oh, ja, jetzt ist natürlich die Überlegung da, Topwater zu fischen, aber dafür ist mir das einfach noch zu früh. Das riskiere ich jetzt nicht. Ich möchte erstmal meine Zielfische fangen für die Wertung. Zumal der jetzt auch beim Jiggen eingestiegen ist. Also der hat nicht an der Oberfläche gebissen, sondern ziemlich tief. Der schöne Rapfen macht zwar Spaß, bringt Dirk aber leider keine Punkte. Also heißt es weitermachen und auf Wertungsfische hoffen. So, ich benutze jetzt hier so einen Vibe, den nennt sich auch Zikaden, dieser Ködertyp. Die vibrieren, die flattern so. Und jetzt gerade im Sommer können die manchmal echt gut fangen, dadurch, dass sie richtig viel Druck machen durch die Vibration, die Fische, die echt verrückt macht, manchmal. Ich habe hier vorher ein paar Würfe mit dem Gummifisch gemacht, bin hier auf Barsch aus, habe im Training hier ein paar Barsche gefangen. Auf Gummifisch kam keine Rückmeldung, jetzt angle ich alles hier hinten nochmal ab. Vielleicht wollen die, was ein bisschen mehr Action hat. Ich werf die aus, lass die bis zum Grund gehen. Und dann mache ich über die Rutenspitze immer ein oder zwei Züge, schnelle, ruckige Züge. Und dann merke ich auch, wie die vibriert. Dann fängt die an zu flattern. Und dann lasse ich sie wieder einfach nur an halbwegs loser Schnur absenken. Die Bisse kommen meistens dann in der Absenkphase. Wenn sie denn kommen. Beim Training kamen sie, jetzt natürlich nicht. Fisch. Das war ein Biss. Nicht maßig, glaube ich. Ich glaube, der ist nicht maßig, aber könnte, ja. Zander, wir versuchen es. Die wird er nicht haben. Doch, die hat er. Guck mal, so kann man sich verschätzen. Der hat, ist genau für 45, ne? Genau die 45. Der 45 cm lange Zander ist Dirks zweiter Fisch für die Wertung und bringt ihm immerhin 58,5 Zähler. Damit wächst sein Punktekonto auf 132,5 Punkte an, was ihm für den Moment den ersten Platz beschert. Der Zander ist jetzt auf jeden Fall eingenetzt. Das war wichtig für mich. Den wollte ich ja auch letztendlich. Deswegen habe ich auch weitergemacht und bin nicht wieder umgestiegen auf Hecht. Jetzt habe ich mich natürlich dazu entschlossen, gerade wenn die Zander beißen, dass ich jetzt auf Zander weiter angel und den Hecht gegebenenfalls zum späteren Zeitpunkt gleich nochmal für ein paar Minuten bewerfe. Ich merke jetzt gerade nur, dass die Strömung, die Tide lässt nach. Also es ist ablaufendes Wasser. Es wird also ruhiger. Und der Zander wird gleich wahrscheinlich eher nicht mehr beißen und dass ich dann zum Ende hin, bevor ich hier den Spot verlasse, auf jeden Fall noch mal ein paar Würfe auf den Schnabel mache, auf den Esox. In der Hoffnung, diesen einen Hecht wenigstens irgendwie ans Band zu bekommen. Schauen wir mal. Aber ich bin erstmal beruhigt mit zwei Fischen in der Wertung. Der Zander, ich hätte gerade noch niemals gedacht, dass der wirklich maßig ist. Der sah mir zuerst so klein aus. Ich glaube, wenn ich privat unterwegs gewesen wäre, ich hätte nicht aufs Scale gelegt. Aber so kann man sich täuschen. So I was using this Berkley Sick Vibe in a 12 cm version to catch this first Zander. It has a beautiful, beautiful action on the slow speed with this thin tail portion and this small paddle in here. This, yeah, it's really a killer for Zander. And I fish it with a 7-gram tungsten head to fish really shallow. It's about 1.5 meter max where I fish, and that's where the Zander. So let's keep on moving, keep on casting.
fish. No, that's not, oh, let's put it like this. It's not gonna make it. I don't think this one counts, but it's a good sign. The fish are here. They like my lure, but let's release this one for the next generation and keep on working. Yes. Bye bye. Oh! What a bite! Just in front. That was quite a decent bite. I think that was a sizable fish. Maybe we should leave it to rest again. Come back in 15 minutes or so. Der kleine Zander bringt Simon leider nicht nach vorn. Doch der nachfolgende Biss macht Mut. Ob sich die Entscheidung, dem Spot etwas Ruhe zu gönnen, auszahlen wird? That's a nice fish. That is a nice fish. Super shallow. Oof. Come on. Come here. Yes! In the net. Second Zander on the board. Nice. Oh man, that bite was so hard. The fish in here, they stand so shallow right now. I think it was less than 1 meter, and a nice 50 plus center again. Again on the same Berkeley Sick Vibe. Delivered really good in the pre-fishing, and it delivers right now. She is 54. And back she goes, 54. Good Zander, very shallow. See you later. Beautiful. That's good. Two Zanders on the board. Simons Platzwechsel hat sich bezahlt gemacht. Er fängt sofort einen tollen Zander im Flachwasser. Durch diesen 54er sammelt er weitere 70,2 Punkte ein und kann an Dirk vorbeiziehen. Okay. The water dropped already, I think, like 20 centimeters last hour. First I tried for a Zander, didn't had any bites, so I changed for a smaller lure for perch, and then all of a sudden I had a Zander. And that's also fishing. Sometimes there happen things that you don't expect. So we move on, try to catch the perch, because I was struggling a little bit with the perch in the training, so I hope to find a perch here. So the plan is to fish on our way back to the car, mainly with chatterbait along the stones and also the rocky points. During the pre-fishing it has brought some zanders and some pike, so why not? That's that way we fish all the way back and then we move to another stony area a little bit downstream. This is not typical zander fishing as the one we've just done. This is much more junk fishing. It can be a perch, it can be a pike, can be a zander. This kind of power fishing normally in June can bring any species to your basket. Sylvain ist noch auf der Suche nach dem ersten Fisch. Selbiges gilt auch für den amtierenden Vizemeister Mark. Naja, am zweiten Spot kommt jetzt auch nichts. Ich bin die relativ schnell am Abfischen, weil, wie gesagt, ich bin immer noch auf der Suche nach Barsch. Und wenn der da ist, in der Regel scheppert es gleich. Oder man steht länger und dann scheppert es aber auch nicht. Mein Training war, wie gesagt, im Interview schon ziemlich zäh. Ich habe ein paar schöne Fische gefangen, aber es war irgendwie nichts, wo man sagen würde, man hätte was, dass man das wieder reproduzieren kann.
Also das Puzzle habe ich noch nicht ganz zusammengesetzt. Aber, das sage ich jetzt gleich am Anfang, egal wie es heute läuft und auch morgen läuft, wichtig ist, Spaß zu haben. Wir sind angeln, schönes Wetter, ja. Ein paar Fische noch, was will man mehr? Und selbst ohne ist es trotzdem besser, einen schlechten Tag beim Angeln zu haben, als einen guten Tag auf der Arbeit oder irgendwie so, sagt man doch. An die Barsche, aber ich weiß es nicht. Barsch. Yes. Der ist besser. Der ist richtig rot, der Barsch. So. Die Innovation XR. Oh. 36. Ja, der zweite Barsch, natürlich mega happy. Auch kein schlechter, mit 36 cm bin ich voll zufrieden mit. Gibt gute Punkte, auch wenn es wieder mal nicht der Zielfisch war. Jetzt aktuell angle ich auf Zander. Ursprünglich bin ich hierher gekommen und wollte auf Hecht angeln. Der Hecht ist noch nicht da, jetzt habe ich zwei Barsche und einen Zander. Gibt Schlimmeres. So. Zielfisch hin oder her. Dirk holt sich 72 Punkte und damit erneut die Führung in Gruppe D. Nächste Planänderung, jetzt angle ich erstmal weiter mit Gummi, weil ich da jetzt zwei, drei Bisse bekommen habe und das muss ich einfach nutzen, solange die Bisse auf Gummi kommen. Da wäre ich schön doof, wenn ich jetzt wieder auf Hecht angeln würde. Deswegen mache ich jetzt erstmal nochmal weiter. War das ein Biss? Biss oder Schnurschwimmer? Auf jeden Fall Kontakt. Ah! Sind auch viele Brassen unterwegs, kann sein, dass das ein Schnurschwimmer war. Nee. Leute, meine erste Stunde ist rum. Bisher ziemlich erfolgslos geangelt. Ich werde jetzt gleich mal einen kompletten Gewässerwechsel vollziehen. Ich fahre jetzt gleich mal einen Polder. Mache jetzt noch zwei, drei Würfe. Ich hoffe, dass hier vielleicht ein Zander kommt. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht noch einen Hecht kriegen. Falls das nicht klappt, werden wir zurückkommen und den ganzen Tag versuchen, irgendwie einen Fisch ans Band zu bekommen. Ich habe nicht so viele Spots, die im Training gelaufen sind. Deswegen habe ich nicht so viel zur Auswahl. Ist aber gar nicht so schlimm, dann fährt man vielleicht nicht ganz so viel rum und hat mehr Angelzeit. Inzwischen sind mehrere Fische gefangen und die ersten wichtigen Punkte gesammelt. Doch bei Marc, Sylvain und Adrian tut sich vorerst nichts. Können auch sie bald die ersten Fänge verbuchen? Okay, interesting. It's deeper. It's way deeper than here. And I fish only this slope and not this one. Maybe it's a mistake. Crazy, the jigget that was okay there is not okay here. Too light. Crazy. What is for sure, whatever you do, you need to do it as right as possible. So changing a jigget is just a minute stuff. So it's most of the time it's worth doing it. Lose 1 minute, but do it as good as you can. So, Frühstück im Auto. Ich fahre jetzt an den Polder, in dem ich tatsächlich noch nicht einmal war jetzt im Training. Ich den von letztes Jahr noch kenne. Ich habe Infos, dass da wohl Fische kamen. Ich werde nicht so lange machen und werde relativ schnell angeln. Da gibt es allerdings auch Rapfen mit dem Polder und ich werde mit Sicherheit ein paar Würfe mit einem Oberflächenköder machen und hoffe dann vielleicht da noch einen Rapfen zu bekommen oder im Idealfall natürlich einen ganz guten Hecht auf Topwater, das wäre natürlich top.
Yes! Das ist echt. Boah! Der erste Wurf im Scanner, Leute. Das Ding ist einfach der Hammer. Ist kein großer Fisch, aber das Maß wir da haben. Ah, wie schön. Weit ausrollen brauchen wir nicht. Vielleicht schafft das auf meine PB-Marke, allerdings vom Barsch. Da wollen wir mal schauen, wie lang der gut ist. Das Maßband war im Kescher, von daher ist es nass. Der hat, was ist das? Oder runter. 57. 57er Hecht. Ja, kein Riese, aber ich freue mich. Der Start ist gemacht. Jetzt holen wir uns hoffentlich noch 1-2. Cool. Volksköder war wieder mal der Scanner. Ich habe hier oben so einen weißen Aufkleber drauf gemacht, dass ich ihn schön laufen sehe. Der Biss kam jetzt wirklich auf sich. Das war geil, ich habe meinen Scanner laufen sehen. Dann kam der Hecht von unten, hat sich den gepackt. Immer wieder cool. Weiter geht's. Die Entscheidung, einen Polder anzufahren, scheint keine schlechte gewesen zu sein. Nicht lange hat es gedauert und nun kann Marc immerhin einen 57er Hecht in seiner Wertung verbuchen. I tried for perch a little while, got the sender, but no perch activity. So I will change back to trying for sender. Maybe in meanwhile new senders arrived here. And I will attach a steel leader on my zender rod because it's always a possibility for pikes and we don't want to lose a fish on a breaking leader. I use a 8 kilogram, it's nice thin steel wire. We have attached a little tube that's on the steel wire and you can put it over the sleeve and then you have a nice fit. And mainly when you fishing with crankbaits, this helps a lot to prevent your trebles tangling in your leader. So when casting crankbaits, this is a very good tool. I go for a crankbait to see if there's any perch around here. Maybe a pike. Do that for a few casts and then we move on to the next spot. It's a perch. Yes! A perch! Woo! On the crankbait. There's a little line of stones over there. And tried it with the jig, nothing happened. And now first cast with a crankbait, a little bit higher above the stones. And right away a perch. Not a giant, but at least a perch. And on this hot days, it's good to at least catch your fish. There you go. Second species. First a zender and now a perch. So that's a good start on your first spot. I was thinking in my mind, there's a line of stones and there's current coming over the stones and just behind the stones, there's an area where perch like to hide. And I cast my crankbait over it, so it's a shallow diving crankbait. And right when he passes the stones, I get the bite. I don't know the name, there is no name, but it's a prototype that will come soon. And we also have him with a little spinner blade. And especially in the spring when the bait fish is very small, it can attract a little bit more. So I will use this one later on as well. Ein wirklich interessanter Köder und Fisch bringt er auch noch, hier sogar beim allerersten Wurf. Hendry holt sich weitere 66 Punkte, während Sylvain weiter Strecke macht und immer noch auf der Suche nach dem ersten Wertungsfisch ist. So a big fish behind, it was just a bream, but already following it like a predator. Not good for the earth. Adrian, der inzwischen an einem neuen Spot angekommen ist, wartet bisher ebenfalls erfolglos auf seinen ersten Kontakt. Zur gleichen Zeit klappert Marc weiter die Polder ab. Ja,
Ding echt. Oh. Come on, come on, come on, come on. Ja! Schaut euch an. Das Ganze hat er verhaftet. Das ist ein richtig guter Fisch. Den werden wir jetzt mal schnell hier abhaken. Oh, der hat nicht viel gekämpft. Der ist auch sehr dünn. Was ein Teil. Lang und dünn. So dürfen sie sein beim YouTube Predator Cup 2021. Geil, ich freue mich echt. Huh. Warte mal. 97. Wow, was ein geiler Fisch. So, dann lassen wir jetzt schnell wieder schwimmen, wir haben uns beeilt. Geil. Wahnsinn, ein Hecht von fast einem Meter Länge bereichert Marks Punktekonto um stattliche 97 Zähler. Ein extrem wichtiger Fisch, der ihn direkt auf Platz 2 der Tabelle vorrücken lässt. Bei Simon ist nach starkem Beginn nicht mehr allzu viel passiert. Oh, missed one. What a bite. Did you see that on the rod? That's what you get. Now we're gonna catch it. I feel it. Come on. Oh. Don't say bad words, Simon. Come on. Fish. What a bite. Oh. Exactly where you would expect him to be. Right in the back end, behind the current. Wow, that's a good sender again. Yes! Sender number 3 on the board. Yes. Yes, that's the 4th sender. And this one is sizable for sure. So, sender number 3 on the board. And again on the Berkeley Sick Vibe, but this time I missed a few bites on the 12 centimeter. So I switched, downsized a bit to the smaller 9 centimeter. As well with a 7 gram jig head. No stinger is not necessary on this size of lure. Because when you get a bite, you hook them. Let's see how long she is. This one is 50. Bye bye, baby. Beautiful. Nice, that's cool, 50 centimeters under. Again, what's that, 65 points. So things are looking good. Try a bit more on this spot, maybe we can get one more 50 plus, maybe 60 under, just for 15 minutes or something. And then we're gonna run to the next spot. Nach einigen Fehlbissen, nun also wieder etwas Zählbares. 50 cm mit dem Faktor 1,3 multipliziert ergeben 65 Punkte, die Simon wieder an die Tabellenspitze klettern lassen. Doch auch Dirk hat an seinem Spot viel Fischkontakt und damit regelmäßig die Chance zu kontern. Ja, Fisch. Der ist besser. Im Zander ist es ja ein bisschen besser als der gerade. Oh, der ist aber nicht maßig, glaube ich. Fisch ist Fisch, aber der wird nicht reichen. Der hat auch 42, glaube ich nicht. Zwar nur ein kleiner Zander für Dirk, da er aber so gerade maßig und es damit bereits sein 4. Wertungsfisch ist, holt sich Dirk die Führung zurück. Ja, nachdem ich jetzt gerade den 2. Zander gefangen habe, gerade maßig mit 42 cm, aber immerhin in der Wertung, kam jetzt gerade die neue Fangmeldung. Simon mit einem weiteren Zander von 50. Das sind natürlich schon gute Zander, gerade bei den Bedingungen mit der Sonne. Ja, und Marc hat tatsächlich den 2. Hecht gefangen. Das sind viele, viele Punkte. Und also damit hat er den Hecht definitiv abgehakt und kann sich ganz Barsch und Zander widmen. Ja, das ist natürlich erstmal ein gutes Polster, was er mit diesem Hecht hat.
Erfolgsköder war wieder mal der Scanner. Deswegen ist es einfach geil. Wir führen so ein bisschen im Rhythmus, im Zickzack. Ich mache das einfach über die Rolle. Dann kann man einfach nur so eine Viertelkurbelumdrehung mit der Rolle machen. Und dann bricht er immer rechts und links aus und läuft einen schönen weiten S. Also der gleitet auch wirklich sehr weit. Er ist langsam sinkend. Die Flossen hier neben stabilisieren den ein bisschen. Und dann fängt er immer an, rechts und links auszugleiten. Hat hinten so einen kleinen Gummischwanz, der das Ganze noch ein bisschen unterstützt. Und man muss wirklich nicht viel dafür können. Man kann ihn natürlich auch einfach nur einkurbeln. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn man den Hecht immer ein bisschen Zeit gibt mit den Pausen, dann kommt meistens der Biss. Und ich angle hier jetzt auch Fluocarbon auf der Rolle. Das mache ich oft, gerade bei Baitcastern. Hat den Vorteil, Fluocarbon hat immer noch eine gewisse Stressdehnung und ist deutlich schwerer als geflochtene Schnur. Und das Schöne ist bei Fluocarbon, das hängt immer so ein bisschen durch. Und so habt ihr immer so einen der nächste Fisch. Boah, wieder ein fetter Hecht. Ja! Baby! Woo! Wow! Wow! Scanner Baby! Leute, der Hecht hatte mir Sorgen gemacht. Hab zwei schön. Hoffentlich spielen die anderen Fische jetzt auch mal mit. Wow! Alter, der im Gegensatz zu dem anderen ist der richtig fett. Boah, was ein Fisch! Er könnte wieder an die, ja, Ende 80, 90 vielleicht, wenn wir jetzt mal messen. Geil. Wow. Wow, 89er Hecht, oh, der ist fit. Der ist fit und fett. Der hat wirklich direkt ein paar Meter weiter gebissen, wo ich eben den 97er gefangen habe. Wahnsinn. War eine gute Idee, hier zu kommen. Ich habe im Auto noch überlegt, verdrödelst du da vielleicht Zeit. Dann habe ich mir jetzt hier beim Angeln gedacht, ein dicker Hecht kann vielleicht wichtig werden. Jetzt habe ich zwei gute Hechte. Aber wir machen hier auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Da vorne kommen noch ein paar gute Spots, die ich kenne. Und ich werde auch versuchen, wie gesagt, hier noch einen Rapfen zu kriegen auf Oberfläche. Aber zu viel Zeit will ich ja auch nicht verblämpeln, weil ich habe gesehen, in der Gruppe, die anderen fangen ganz gut. Dirk hat irgendwie schon zwei Barsche. Simon hat Zander, Hendry hat Zander und Barsche, also die Jungs fangen Fische. Ich muss Gas geben. Besser hätte man die Theorie mit der Praxis kaum untermauern können. Während Mark die Führung seines Erfolgsköders erklärt, scheppert ihm der nächste Klasse Hecht auf den Scanner. Und das an genau derselben Stelle, an der er eben noch den 97er fangen konnte. Weitere 89 Punkte wandern auf sein Scoreboard. Damit liegt er knapp hinter Dirk auf Platz 2, der seinerseits schon zwei Barsche und zwei Zander fangen konnte. An 3 folgt Simon mit 3 Zandern, Hendry an 4 mit 1 Zander und 1 Barsch, wohingegen Sylvain und Adrian ohne Fisch noch punktlos unterwegs sind. Wie der erste Angeltag in Gruppe B ausgeht, erfahrt ihr am kommenden Sonntag um 18 Uhr. Bis dahin freuen wir uns sehr über Likes, Kommentare und neue Abonnenten. Macht's gut!